Hallo, ich bin Christian vom Grutholz Barbecue. Wir haben heute einen Tag vor Heiligabend und ich denke, das ein oder andere für morgen kann man vorbereiten. Unter anderem bereite ich vor heute ein Gulasch. Nicht ein normaler Gulasch, nein, es gibt ein Schwarzbiergulasch. Ich glaube auch, dass der aufgewärmt viel besser schmeckt, deshalb mache ich ihn heute. Habt ihr Lust, wie ich den gemacht habe, zuzuschauen? Dann kommt mit. Für unser Schwarzbiergulasch brauchen wir natürlich als erstes einmal Fleisch. Das ist Gulasch aus der Keule, Rindfleisch. Wir brauchen 2 Flaschen Köstritzer Schwarzbier. Es geht aber auch jedes andere. Es darf halt nur nicht zu hopfig sein. Wir brauchen Tomatenmark, wir brauchen Sahne, wir brauchen gegebenenfalls zum Andicken eine Mehlspitze. 4 Paprika, 2 große Zwiebeln. Zum Würzen nehmen wir Paprika, wir nehmen Oregano, wir nehmen Thymian und Pfeffer. Lauch kommt auch hinzu, 2 Stangen, 3 Knoblauchzehen, 2 Lorbeerblätter und klein geschnittene Champignons. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Das ist schon alles. Wir fangen jetzt an, unsere Sachen vorzubereiten. Wir schneiden als erstes die Paprika klein, dann die Zwiebeln, dann den Lauch, putzen unsere Champignons. Fangen wir als erstes mit unserer Paprika an. Ich schneide unten den Fuß ab, dann steht er besser. Und schneide ringsherum weg. Das Weiße nehme ich auch noch weg. Auch hier kommt unser Nicer Dicer wieder zum Einsatz. Ich nehme das größere Gitter, ich möchte nicht ganz so kleine Stücke haben. Und schon fertig. Klein gewürfelt, super. Ich finde es immer wieder gut, das Teil. Als nächstes sind die Zwiebeln dran. Die auch wiederum nur ganz grob, damit ich sie in das Gerät bekomme. Einmal. 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 Und das war es auch schon mit unseren Zwiebeln. Nur noch unsere Lauchstangen, Enden ab. Die äußersten Blätter ab. Das reicht schon. Damit haben wir dann auch sämtlichen Schmutz gleich mit entsorgt. Einmal der Länge nach. Und dann in feine Streifen. Die Champignons werden noch geputzt. Das geht meiner Meinung nach am besten mit einem Trockentuch. Mal schauen, ob das auch mit Champignons geht. Hervorragend. Das war es schon. Ich denke, unsere Kohlen sind jetzt ausreichend durchgeglüht. Eine richtige Portion unten drunter, weil wir braten erst das Fleisch an. Ein bisschen verteilen, damit der Topf auch drauf passt. Und der Topf kommt drauf. Himmel, ist das Ding schwer. Ein bisschen Öl zum Anbraten. Lassen wir heiß werden. Das Fett ist ausreichend heiß, man hört es. Jetzt braten wir portionsweise
nun braten wir portionsweise unser Gulasch an. Nicht zu viel, sonst kocht es. Und das wollen wir nicht, wir wollen ja Röstaroma haben. So, ich glaube, das reicht. Die Röstaromen sind dran. Man sieht es deutlich. Die kommen jetzt raus. Und dann kommt die nächste Lage rein. So, die nächsten Fleischstücke kommen rein. Ich glaube, das Fleisch hat genug Farbe abbekommen, also raus damit. Röstaromen haben wir jetzt genügend im Pott. Hier am Boden, da ist richtig Geschmack. Noch ein Tipp zum Anbraten. Was man nicht machen sollte, Fleisch rein und immer rumrühren, sondern Fleisch rein, Farbe nehmen lassen und dann erst wenden. Sonst wird es nicht ganz so gut. Als nächstes kommen unsere klein geschnittenen Champignons hinzu. Oder rein. Die braten wir nämlich jetzt schön an. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Wasser in so Champignons stecken. Das wollen wir nicht drin haben. Deshalb braten wir die relativ scharf an. Nun rösten wir noch Tomatenmark mit an. Eine gute Menge. Ich denke mal, es sollte reichen. Das gibt dann nochmal einen besonderen Geschmack, wenn es angeröstet wird. Ein bisschen verteilen, damit es auch angeröstet werden kann. Ich glaube, angeröstet ist es genug. Es riecht zumindest sehr gut. Jetzt kommt das, was ich am liebsten mache, alles zusammenkippen. Als erstes das Fleisch. Dann das Ganze ablöschen mit Schwarzbier. Das muss nicht unbedingt Köstritzer sein. Das kann auch Porter sein. Das ist etwas süßlicher. Schmeckt vielleicht sogar noch besser. Aber auf jeden Fall sollte es kein hopfenreiches Bier sein. Denn sonst wird die Soße sehr schnell sehr bitter. Einmal. Die zweite Flasche. Die Gemüsebrühe. Quatsch, was erzähle ich? Keine Gemüsebrühe, Rinderbrühe war es. Es kommen hinzu unsere klein geschnittenen Paprika, unsere Zwiebeln, unser Lauch, unsere Lorbeerblätter, die klein gehackten Knoblauchzehen. Schon mal das Ganze ein bisschen vermengen. Ein Teelöffel Thymian. Ein Teelöffel Oregano, also von und halber, nehmen wir noch ein bisschen. Paprika nach Geschmack. Ich habe edelsüß, der kann etwas mehr vertragen, das Gericht. Und Pfeffer. Gute 2 Teelöffel. Eine gute Menge Salz. Auch hier nehme ich wieder Maltensalz, weil ich es einfach liebe. Es schmeckt mir sehr gut. Da kann man kaum zu viel von nehmen. Was wichtig ist, 2 Teelöffel Zucker. Das Ganze vermengen wir jetzt. Dann kommt gleich nur noch der Deckel drauf. Dann warten wir 2 Stunden und dann sollte es gut sein. Deckel drauf. Jetzt kommen noch die Kohlen dazu. Und
und dann warten wir 2 Stunden ab. Wir haben jetzt knapp 1 Stunde Kochzeit rum. Mal schauen, wie es aussieht. Auf jeden Fall, es riecht sehr lecker. Mal schauen, wie es schmeckt. Ob man schon was schmecken kann. Oh ja. Oh ja. Alter Schwede. Das hat was. 2 Stunden sind rum. Mal anschauen, wie es aussieht. Ach, alter Schwede, wenn ihr wüsstet, wie das riecht. Das ist ja der Hammer. Jetzt noch ein Becher Sahne hinzu. Verrühren. Und dann verkosten. So wie es aussieht, glaube ich nicht, dass wir noch irgendeinen Soßenbinder oder dergleichen dran tun müssen. Das ist dick genug. Und eine Pampe wollen wir ja nicht haben. Sieht das geil aus. Mein Gott, ist das lecker. Wie immer, was ist am schönsten am Outdoor-Cooking, am Grillen etc. pp.? Das Probieren, logischerweise. Ich habe mir mal ein bisschen rausgenommen, weil das gibt es eigentlich erst morgen, zu richtig tollen, selbstgemachten Semmelknödeln und Kraut. Mal schauen, wie es schmeckt. Super lecker, nicht zu scharf. Man schmeckt nicht ein einzelnes Gewürz raus, sondern eine Komposition aus vielen verschiedenen. Moment. Alter Schwede, es hat was. Das Fleisch ist sehr zart. Hätte ich nur gar nicht gedacht, weil es hat meiner Meinung nach relativ viel Wasser gehabt. Es sprudelte ja fast beim Anbraten, aber es ist gut, es ist zart. Das Gemüse hat noch ein bisschen Biss. Nicht zu viel, aber nicht zu wenig. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Ich glaube, es ist jetzt schon super. Zweitens glaube ich, morgen wird es noch viel besser sein, wenn es durchgezogen ist. Da bin ich mal gespannt, was meine Gäste sagen. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach euch freuen. Na klar, über eine Abonnierung würde ich mich noch mehr freuen. Das ist lecker, Leute. Das ist richtig gut. Das ist das beste Gulasch, was ich bis jetzt gemacht habe. Das Schwarzbier alleine kommt nicht alleine durch raus. Es ist nicht aufdringlich. Also, wie gesagt, an dieser Stelle, ich wünsche euch schöne Feiertage. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Euer Christian. Glück auf vom Grutholz Barbecue. Bis dann.